Morgen, meine Lieben. Da bin ich wieder, sehe noch ein bisschen verwoschtelt aus. Ich war schon wieder um 6 Uhr im Fitnessstudio und ich muss ja erstmal wieder antauen und dachte mir in der Zwischenzeit, auch wenn ich jetzt echt scheiß zerrupft aussehe, mache ich mal ein Video und zwar ein böses über Flop-Sachen. Da hat sich doch jetzt in letzter Zeit einiges angesammelt, wo ich echt böse drüber bin und mein Schlusswort darüber noch nicht gesprochen habe. Da sind schon ältere Sachen dabei, wo ich schon mal erwähnt habe, dass es Flops sind, die jetzt wirklich komplett mein Haus verlassen oder schon verlassen haben. Und manche, wo ich noch gar nichts groß zu gesagt habe. Anfangen können wir bei meinem Kerastase. Ich spreche es jetzt einfach mal nicht mehr aus. Shampoo für fettige Haare, diese 250 Milliliter Flasche für 18 Euro. Bane Clarifant, 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 wie auch immer man das aussprechen mag. Super schlecht. Brauchen wir auch gar keins nehmen oder irgendein billiges oder was nicht für fettige Haare ist. Hey! Weil, ja. Mensch, diese Haare. Effekt gleich 0 und weniger. War richtig, richtig schlecht. Dann, was weiter noch um die Haare geht, hat mir die liebe Monika, du kannst hier nichts dafür, aber das Balea Trended Up windresistenter Haarlack empfohlen aus dem D&M. Ich muss dazu sagen, einmal habe ich am Anfang in der Küche gesprüht und dachte mir, naja, okay, pff, kannst du mit leben. Habe auch ein bisschen an diese Got2b-Sachen gedacht dabei, geruchlich. Ey, musst du immer die Krise kriegen, wenn ich hier, naja. Hannibal. Katzen fangen ihre Schwänze? Ja, an diese Got2b-Sachen habe ich gedacht, aber dann, als ich das erste Mal richtig benutzt habe, nein, kein Got2b mehr. Mir wird sogar jetzt irgendwie schlecht davon. Ich habe das jetzt mal so halb, dreiviertel, ja, noch benutze ich relativ viel davon und hat auch nicht gehalten. Also windresistent ist da gar nichts, auch wenn ich da mal eine ordentliche Brise drauf sprühe. Und wenn ich die Haare jetzt richtig schön hier nach vorne meinen Pony, sagen wir mal, kämmen würde oder gekämmt habe und als Abschluss das da drauf sprühe, fallen die Haare sowas von strähnig und sehen fettig aus. Pfui, Deibel, wird nicht mehr benutzt. Dann fürs Gesicht. Habe ich ja schon mal euch gezeigt und mit einem Auftragvideo von dem von der Maske. Ich habe jetzt nur ein Päckchen, jetzt mal hier diese Clarins-Geschichten. Das war dieser Reinigungsschaum, die Maske und dieses porenverfeinernde Serum. Fand ich alle Sachen schlecht. Geruchlich wie in der Anwendung. Die Maske hat gebrannt. Das Reinigungsgel, sowas benutze ich eigentlich gar nicht. Habe es halt mal ausprobiert, aber finde ich jetzt so vom Handling her auch. Spricht mich nicht an. Und dieses komische Serum da hat sich auch blöde angefühlt über die Wirkung. Ob da jetzt was verfeinert wird oder nicht, kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall sind alle drei Produkte aus dieser Testreihe für wohl meinen Hauttyp durchgefallen. Weil sie mich einfach, alles habe ich einmal probiert und mich reizt es nicht, die Sachen nochmal zu probieren. Und deswegen ist das für mich auch ein Flop. Dann kommen wir zu einem richtigen Scheißding. Und zwar diese mattierende Mattifying Cream von Essence My Skin. Jo, der Geruch war ja relativ, was mir zwar wichtig ist, aber ich hätte ja drüber hinweggesehen. Aber man sieht hier noch die Spuren, sind richtige Narben geworden, obwohl ich da nicht rumgequetscht oder sonst was habe. Und zwar habe ich da und da kleine Mitbewohner bekommen, mit denen ich jetzt schon eine ganze Weile zu kämpfen habe, nach ein einzigem Mal auftragen und seit ich das nicht mehr nehme oder nicht nochmal benutzt habe, kommen auch keine mehr. Also definitiv war es das. Es hat ja schon viele schlechte Sachen, habe ich gehört, über diese MySkin-Sachen. Nur diese hier sollte ja dann doch gut sein. Wo habe ich das gesehen? Bei dieser Netmam-Freundin oder was? Und dachte mir, naja, okay, komm, probierst du halt mal aus, aber voll die Scheiße. Scheiß auf 1,99. Letzter Müll, letzter Mist von der Verpackung über den Geruch und ja,
über die Pflege. Nun denn, geht's mal weiter zu den Händen, da ja aktuell Herbst und Handcreme ja überall jetzt ein großes Thema ist, auch bei mir. Und es haben sich sogar Leute aufgeregt, dass ich so viele Cremes gekauft habe. Man darf es ja gar nicht meinen. Nur, dass ich damit an andere Leute gedacht habe, sieht keiner, aber gut. Ist mal wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich auch andere Sachen schon probiert, aus Frust, weil ja diese Cremes, auf die ich so lange so scharf war, lange nicht da waren. Und hatte dann auch dieses Lush-Ding hier, sieht irgendwie komisch aus, keine Ahnung, warum sich das so verfärbt hat. Das Ding ist frisch und wurde einmal benutzt, dieses Tiny Hands, feste Handcreme. Erstmal den Geruch finde ich total zum Kotzen. Das Ding selber ist ja dieses Prinzip der Massagebars oder Massageriegel, je nachdem wie die genannt werden. Den Preis habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber billig ist es ja typisch Lush nicht. Ich habe die einmal nur benutzt. Gerieben, aufgeschmiert. Erstens mal, der Geruch hat mich geekelt. Wenn man den Geruch mögen sollte, hat man lange was davon. Vielleicht als Maske für die Nacht oder keine Ahnung. Also tagsüber würde ich es gar nicht, weil fettet auf jeden Fall. Sehr schmierig, sehr eklig. Dann diesen Schmalz da mal von den Fingern zu kriegen, ist auch wieder so ein Akt. Und deswegen absolut total durchgefallen, weil mich ekelt der Geruch. Dieses fettige Bergesgefühl auf der Hand ist auch total ekelhaft und absoluter Flop. Das Einzige, was ich sagen muss, was geruchlich, über die Pflege kann ich gar nichts sagen, weil ich es nicht ausprobiert habe, geht, ist diese Lemony Flutter oder wie das heißt, diese, aber ich glaube, das ist nur eine Nagelhautcreme, nicht für die ganze, also dieses Lemon-Gedönse, das riecht ganz gut. War aber auch, glaube ich, recht teuer. Ah ja, wieso alles da? Also definitiv Tiny Hands. Nope. Dann habe ich noch, die habe ich euch ja letztens erst gezeigt, wo ich schon diesen ollen Pumpverschluss nicht aufgekriegt habe. Diese Balea Handlotion Shea Butter Vanille. Reichhaltige Pflege, intensive Feuchtigkeit. Reichhaltige Pflege am Arsch. Intensive Feuchtigkeit. Ich glaube, das Thema haben die auch irgendwo verfehlt. Intensive Feuchtigkeit mehr oder weniger ist da. Aber jetzt pass mal auf. Ich dachte am Anfang, naja, komm, bist vielleicht zu kritisch, keine Ahnung. Ich meine, die Verpackung ist schön, das Design sieht toll, ich sehe die, das sieht lecker cremig aus, spricht mich alles an. Pumpspender, noch nicht oft gesehen bei Handcremes, auch super geil. Preis, top, schön viel Inhalt. Ich habe mir das so schön an den PC gestellt und dann kann der Mama Pump und gib ihm. Aber ich muss mal gucken, ob man das jetzt hier so sieht. Wenn ich das da rauslasse, das Gedönse, dauert das nicht lange. Und dann guck mal hier, dann läuft das richtig wässrig runter. Und je länger du da mit dem Scheiß wartest, umso flüssiger wird der ganze Rotz. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr wässrig. Und wenn ich das jetzt verreibe, ja, dann rutscht die Hand quasi ab, weil das so ein schmieriger, wässriger, nicht irgendwie ein fettiger oder pflegender Film. Das ist wie Wasser und Fett. Also man hat das Gefühl, da drin verbinden sich zwei Komponenten nicht, die es vielleicht tun sollten. Ich weiß nicht, ob das Ding faul ist oder alt ist, aber auf jeden Fall, du rutschst da ab und hast wirklich das Gefühl, die fettigen Emulgatoren oder Inhaltsstoffe trennen sich von der flüssigen, also entweder haben die Mischer da was falsch gemacht oder was? Auf jeden Fall rutscht das so ab und gleitet so weg und ist wirklich ekelhaft. Ekelhaft und wenn man dann so verreibt, so stelle ich mir so, wie wenn Sahne ranzig wird. Da ist ja dann diese wässrige, blobsige Wasserflüssigkeit und dieser, was die Leute Butter nennen, wenn man Sahne geschlagen hat. Und so fühlt sich das an. Wie als wäre das Wasser, was ihr eben gesehen habt, und das bisschen Weiß, was ihr dann noch seht, sind halt diese Butterflocken. Und auch wenn man das jetzt dann doch mal irgendwie eingearbeitet kriegt, merkst du halt, dass das irgendwie so ein ranziger, schmalziger Scheißgefühl ist. Der Geruch selber ist einigermaßen okay, obwohl der mich jetzt hier ein bisschen an Karamell und ein bisschen, ja, was auch immer, erinnert. Also finde ich scheiße, ich hasse das Ding jetzt total und mich ekelt es jetzt auch, dass das Zeug auf den Händen ist, weil es halt wirklich wie so ein schmieriger Alter. Wie wenn du mal eine Tupperdose in einem kalten, abgestandenen Wasser irgendwie wäschst und merkst, da ist dieser schmierige Film da drin. Einfach ekelhaft. Bäh.
Enttäuschung pur. Gut. Genug gelästert darüber. Es gibt ja noch andere Sachen. Die drei Produkte, also alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, benutze ich gar nicht mehr. Also das ist für mich gestorben. Dazu gehört auch zwei Yves Saint Laurent Produkte. Die habe ich aber jetzt leider schon verkauft, weil ich es echt nicht mehr im Haus haben wollte. Und zwar war das der Concealer Stift, von dem ich ja erst ganz begeistert war. Eventuell habe ich den falschen Farbton genommen oder habe auch einfach, weil... ja gut, jetzt habe ich meinen Garnier Rollerball mit Concealer dran, den ich außerdem super geil finde, aber das wird ein anderes Thema sein. Es hat einfach, er war zu transparent. Also wenn man so leichte Augenschatten oder irgend sowas in der Richtung hat, mag das gehen, aber bei einem dunklen Hauttyp mit sehr dunklen Augenschatten und Ringen, der hat da glaube ich doch irgendwie aufs Brett gepupst. Das goldene Design und alles, das war alles schön und Yves Saint Laurent und halala, aber im Nachhinein waren es 30 verschenkte Euro irgendwo, weil ja, er hat es halt einfach nicht gebracht. Und noch von Yves Saint Laurent war diese Shocking Mascara, die habe ich auch nur einmal benutzt und dann durfte sie wieder gehen. A, der Geruch war richtig, richtig ätzend, richtiger, ekelhafter, künstlicher, chemischer Gestank, schon richtig. Und man soll jetzt meinen, du schmierst dir das auf die Wimpern und wie kannst du da, aber ich habe ewig lange diesen Geruch gehabt und musste mich dann auch abschminken, weil es mich einfach geekelt hat. Also ich bin dann jetzt auch weg von diesen teuren Mascaras, vielleicht werde ich mal an einem Tester an irgendeiner Theke mal was ausprobieren, aber jetzt so einfach nochmal blind was bestellen, egal wie gehypt, das wird niemals nicht. Die zwei Produkte waren dann also auch für den Pops. Dann diese drei Produkte benutze ich noch, aber bin nicht überzeugt davon, sagen wir mal so. Und zwar ist das einmal dieser Synch oder Sync oder InSync oder wie dieser Stift heißt, den habe ich euch mal vorgestellt, dieser helle von MAC. Mich stört einfach, dass ich auf mir rumschrubben muss, wie eine Bekloppte, bis überhaupt mal was abgeht. Der ist sehr hart, sehr holzig und sehr, ja, gibt wenig Farbe ab und die Farbe, die er abgibt, ist kacke. Ich weiß nicht, ob alle MAC-Stifte in der Form nicht so der Burner sind, weil diese automatischen zum Rausdrehen finde ich super, kann man nichts sagen, aber hier, der war einfach erstmal richtig kacke. Da ich im Moment keinen anderen, obwohl, ne, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Auf jeden Fall ist er kacke. Leider. Dann ein Lidschatten von MAC. Und zwar, den kennt wahrscheinlich jeder, der Beauty Market. Ich habe mich gleich in den verliebt. Finde den super geil, wenn man mal guckt. Schöner Schimmer auf quasi schwarz. Ist der Hammer. Problem nur, was mich richtig traurig macht, ich benutze ihn halt als schwarzen Lidschatten, aber dieser Schimmereffekt, dieser tolle, ja, weinrote Glitter da drin, ja, du trägst den auf und der Glitter ist nicht da. Ich meine, gut, wie soll man sich das vorstellen, dass der Glitter da noch auf den Augen bleibt, aber ich habe mir ja gekauft, weil Glitzer drin ist und habe ihn auch glitzernd auf dem Auge erwartet und also entweder, also verblenden kannst du ja dann knicken oder wie. Also, oder ich verwende es falsch. Habt ihr Tipps? Benutzt ihr den? Beauty Market? Also auf jeden Fall Glitzer auf dem Auge. Ich habe keinen. Und das macht mich sehr traurig. Und dann, ich bin ja ein Mineralize Skin Finish Fan. Auch natürlich MAC. Mein zweiter, quasi neuester, und zwar der Light Scapade aus der Herbstkollektion. Der ja schon mal diese Marmorierung gar nicht da hatte. Von dem bin ich auch mehr oder weniger enttäuscht, weil der sehr wenig, also mit dem Pinsel lässt sich wenig aufnehmen. Also wenn ich da an meinen Soft and Gentle denke, da gehe ich ganz gemütlich, zart rein und kann den auftragen, wo auch immer ich ihn will. Und der gibt sehr, sehr schön Farbe ab und schimmert auch sehr schön. Hier, der gibt sehr wenig Farbe ab. Und der Schimmer ist auch sehr, ja, bedingt. Sieht jetzt auf der Haut eigentlich recht schön aus, wenn ich das jetzt mal hier so zeige in der Kamera. Aber so im Echten, finde ich, ist der im Handling einfach irgendwie,
unpraktisch und nicht so schön. Ich benutze ihn halt, wenn ich jetzt halt mal so, aber begeistert bin ich halt definitiv nicht so davon. Eher enttäuscht. Also mein Soft and Gentle ist bis jetzt der beste, den ich hatte. Ich hoffe, ich komme noch in den Genuss von anderen, aber der da auf jeden Fall doch recht matt. Schimmert zwar auch, aber recht matt und gibt halt wenig ab, wenn man da drüber fährt. Dann habe ich noch zwei Flops aus derselben Kategorie, beides von D&M. Und zwar geht es darum, ich bin so der Typ, wenn du die Wäsche frisch wäschst und schön Weichspüler hast, der gut duftet und Waschpulver und alles drum und dran. Ich bin einfach, ich will den Wäscheschrank aufmachen und mir einen Pullover rausholen oder ein T-Shirt oder was auch immer und will diesen schönen frischen Wäscheduft haben. Und dann gibt es ja dann so verschiedene Erfindungen, die wohl den Duft im Schrank nochmal ein bisschen verschönern sollen. Und da sind wir schon beim Thema. Und zwar sind das erstmal diese Duftsäckchen von D&M. Also nicht mit Mottengedönse zu verwechseln, sondern halt schon Duft. Und ich rieche den jetzt und der riecht auch wirklich toll. Ich hatte auch schon mal eine Rosensache vom Aldi. Aber die Säcke riechen toll, aber du riechst im Schrank eventuell vielleicht mal einen Tag was oder zwei. Aber was da so versprochen wird mit so und so viel Wochen oder überhaupt, ja. Wieder mal pure Verarsche. Dann dachte ich mir, weil die auch noch so lieb aussehen, auch aus dem D&M von dieser hier, dieser Wäsche Duftiman, Arom Air oder Aroma Air oder wie diese Firma heißt. Der riecht im Grunde auch sehr schön angenehm und frisch und wäschemäßig und keine Ahnung. Und habe ich natürlich gleich zwei gekauft für meinen Mann und mich halt. Und auch da sagt mein Mann, schade, die riechen ja gar nicht. Und wenn das dem schon auffällt, ne, also ich bin auch sehr enttäuscht. Ich habe jetzt schon so viele Sachen von Duftsäckchen und hier das Gedöns und war nicht alles durch. Dann hatte ich mal Seifen auch verschiedene drin liegen. Also jetzt Hey Mountain und Lush. Die geben halt auch leider sehr wenig Geruch im Schrank ab. Dann habe ich aus dem normal Aldi mal welche oder Palmolive oder Dove Seifen oder so. Da geht's dann noch einigermaßen, diese Stückchen Seifen, aber jetzt so habe ich da noch nie so das Ding gefunden. Habe mich echt traurig gemacht und sehr enttäuscht. Bevor ich hier aber gleich anfange zu weinen, beende ich jetzt mal mein Flop-Ding. Das war jetzt so, was ich in den letzten 4, 5, 6 Wochen mal so erfloppt habe. Und ja, bin da von jedem einzelnen Produkt doch mehr oder weniger enttäuscht. Die MAC-Sachen kann man so weiter noch benutzen, anders als geplant, aber sind noch nutzbar. Wobei der Stift so seinen Rang abgelaufen hat. Ich denke, der hat sein Dasein hier so quasi mehr oder weniger beendet. Den Lidschatten kannst du halt als schwarz noch benutzen. Und das Skin-Finish kannst du eher, finde ich, so fast schon mehr so in die Richtung mattieren oder halt nur ganz, ganz leicht irgendwie highlighten benutzen. Naja, vielleicht schütze ich euch vor einem oder anderen Fehlkauf oder vielleicht habe ich auch das ein oder andere Scheißprodukt einfach nur erwischt, aber das warten mal aus der Richtung der Flops. Also Mädels, bis bald!